Er sagte, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Der Scheitan hört nicht auf, uns vom Fundament des Islams abzubringen. Sein nächster Angriff wird laut dem Vers von hinten sein. Das bedeutet, er versucht uns die Dunya schmackhaft zu machen. Das schnelle und viele Geld, die teuren Autos, die schönen Frauen und vieles mehr. Er hat den Menschen analysiert und kennt seine Schwachstellen genau. Er wird versuchen, deinen Fokus auf die Arbeit oder das Studium zu legen. Dein Ziel soll sein, später viel Geld zu haben, damit du dir kaufen kannst, was du dir wünschst. Das Resultat davon ist, dass du weniger Zeit für Allah haben wirst. Oder er wird dir schlechte Gedanken einflüstern. Zum Beispiel, dass es nicht schlimm sei, mal Frauen anzuschauen, obwohl du dadurch Gefahr läufst, dich Schritt für Schritt einer der größten Sünden zu nähern. Viele von uns kennen den Schmuck und die Versuchungen dieser Dunya und der Scheitan weiß genau, was davon unser Untergang sein könnte. Genau vor diesem Angriff warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist uns ein hervorragendes Beispiel. Er verstand genauestens, was der Scheitan mit diesem Angriff bezwecken wollte. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu berichtet, ich betrat das Zimmer des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, während er auf der Seite seiner Matte lag. Als ich mich setzte, zog er sein Untergewand hoch und man sah die Spuren der Matte an seinem Körper. Ich schaute in den Schrank des Propheten und sah eine Handvoll kaum vorhandener Mimosenblätter in der Ecke und einen Lederbeutel, der an der Seite hing. Meine Augen fingen an zu weinen und der Prophet sagte, was bringt dich zum Weinen, o Sohn des Khattab? Ich sagte, ja Rasulullah, wie kann ich nicht weinen, wo doch diese Matte Spuren auf deinen Körper hinterlassen hat und ich sehe, wie wenig du besitzt. Während Cäsar und Chusrau inmitten von Früchten und Quellen leben und du der Gesandte Allahs und sein Auserwählter bist und doch ist dies dein ganzer Besitz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja Ibn al-Khattab, bist du nicht erfreut, dass dies alles auf uns im Jenseits warte und sie nur das Diesseits besitzen? Ich sagte, gewiss. Dieser Hadith zeigt uns wieder einmal, was das eigentliche Ziel des Muslims ist und dass die Versuchungen dieser Dunya ihm gleichgültig sein sollten. Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde alles geboten, ob es Macht war, Frauen, Geld oder anderes. Er sallallahu alaihi wasallam konnte sich alles von Allah subhanahu wa ta'ala wünschen. Denn das Bittgebet der Propheten wird nicht abgelehnt. Doch trotzdem ließ er sich von dieser Dunya nicht verzaubern. Er ging der Anbetung Allahs und seiner Da'wa entschlossen nach, ohne sich davon abbringen zu lassen. Um das gleiche Ziel zu erreichen, müssen wir uns gegen den verfluchten Scheitan und seine hinterhältigen Angriffe wehren und uns dessen ständig bewusst sein. Was er uns anbietet, ist von kurzer Dauer. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber, und das diesseitige Leben ist nur ein trügerischer Genuss. Was uns hingegen Allah im Tausch für unser Durchhaltevermögen auf dieser Welt anbietet, ist so viel wertvoller. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, gewiss, zum Geringsten, der von euch die Stufe des Paradieses erreichen wird, wird Allah sagen, wünsche, was auch immer du begehrst. Dann wird er sich was wünschen, was auch immer er begehrt. Danach wird Allah ihm sagen, hast du dir gewünscht, was du begehrst? Er wird sagen, ja. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, gewiss, du sollst das Doppelte von dem, was du begehrst, bekommen. Laut Abu Sa'id heißt es, du wirst bekommen, was du begehrst und 10-mal mehr.